Tut mir leid, Bruder. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ich wollte nur, dass es wieder so wie früher ist. Das ist mein Bruder, Will. Ich brauche Hilfe. Meine Frau muss operiert werden. Das ist das echte Leben. Ist doch nicht okay. Du riskierst dein Leben für dieses Land. Du verlässt deine Familie, dein Heim. Wie viel brauchst du? 231. Wie wär's mit mehr? 32 Millionen. Und ich brauche noch einen Mann. Du solltest mir nur was leihen. Habe ich dich hier wo reingezogen und hängen lassen? Es wird Zeit, dass du was für deine Familie tust. Kann ich Ihnen helfen, Officer? Wir bereiten einen Transport vor, noch 20 Minuten. Ich muss kurz was erledigen, bin eigentlich im Dienst. Ich raub den Laden auch nicht aus, versprochen. Oh, ehrlich, das wäre schlecht für meinen Job, wissen Sie? Versprochen. Na schön, na schön, kommen Sie rein. Okay, schön. Okay. Abflug die. Sie alle können heute beim Abendessen eine geile Story erzählen. Runter! Knallt keinen Kopf ab! Los, 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 los! Alles abriegeln. Niemand kommt raus. All the leaves are brown. Stopp! Aussteigen! And the sky is green. Was wollen Sie? Ich geh nur kurz ausleihen. Ich muss den Polizisten hier ins Krankenhaus bringen. Sie müssen uns helfen. Wollen Sie uns nicht helfen? Wir nehmen auch noch Geisel. Der Rettungswagen wird nicht gerammt. Einer von uns ist da an Bord. Erfahrung in der Notfallrettung? Triage im Gefecht. Sie sind Soldat. Ja. Wir versuchen, Sie zu retten. Auf eins, zwei, shit! Keinen Schritt weiter! Sie halten sich für so hart mit der Knarre. Nein, Danny, entspann dich! Ich muss zurück zu meiner Frau und meinem Sohn. Weiß Ihre Frau, dass Sie Banken ausrauben? Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen. Wir spazieren nicht einfach in den Sonnenuntergang! Danny, alle wissen, wie gefährlich sie sind. Ach ja? Schafft sofort eure Helis hier weg! Ich bring dich nach Hause, kleiner Bruder. Ich bring alle nach Hause. Schon ein wirklich lang geratener Trailer, der aus meiner Sicht viel zu viel zeigt. Und damit war es das erste Bewegtmaterial zu Ambulance, dem neuen Michael Bay-Film, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 17. Februar 2022 in die deutschen Kinos bringt. Ein Action-Thriller mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle und Jaya Abdul-Mateen der Zweite, den ich immer wieder, beide sehe ich richtig gerne in der Kombination. Und deswegen habe ich grundsätzlich ein Interesse zu sehen, was die aus so einem Film machen können. Weil von der Geschichte her, okay, zwei Typen, die Geld brauchen, beide sehr unterschiedlich. Überfallene Bank, da läuft was schief, sie klauen einen Rettungswagen. In dem Rettungswagen ist eben noch eine Sanitäterin-Ärztin bzw. ein Polizist, der schwer verletzt ist und zu sterben droht. Das ist also eine Fracht, die nicht verletzt werden darf. Und damit versucht man das Ganze natürlich hoch zu eskalieren zu einem ultra brenzlichen und risikoreichen Szenario voller Action. Fehlt mir aber so ein bisschen der Grund, warum ich sage, ja, das toucht mich jetzt emotional, da will ich charakterlich ein bisschen mitgehen. Weil die Action finde ich jetzt nicht, dass sie große Klasse aussieht, sieht mir ein Ticken zu wenig handgemacht, außen alles so hintereinander geschnitten, dass ich mir denke, wenn so viel schon in dem Trailer drin ist und ich quasi die ganze Storyline chronologisch entlang wandere und auch schon so ein Gefühl dafür kriege, was für eine Action mich genau erwartet, habe ich jetzt nicht so eine Ahnung, dass das eine sehr überraschende Geschichte wird. Lässt mich ehrlich gesagt leider kälter, als ich wollte bei dem Cast. Schauen wir mal, was vielleicht ein zweiter Trailer an der Stelle kann. Hier bin ich jetzt noch mit ein, zwei Fragezeichen versehen, was diesen neuen Michael Bay Film angeht, aber Michael Bay ist eben auch Michael Bay. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Sagt ihr, müsst ihr unbedingt im Kino sehen. Ich kann dich gar nicht verstehen, Robert. Oder könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was ich sage? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.